Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir haben hier irgendwie Besuch. Von mehreren Leuten anscheinend. Oh, ich fühle mich so schnell, Alter. Was ist passiert? Ich fühle mich so schnell. Ich dock mich doch gerade, oder nicht? Dafür läuft man so schnell in Bucken. Naja, egal. So, töte ein Wendigo, wenn du ein Clownskostüm trägst. Wie oft soll ich das noch machen? Ich glaube, das ist mittlerweile eine tägliche Quest. Gut, das wird man wohl niemals beenden können. Öffne den Spind, sammle und behalte die White Springs Holobänder, töte ungebärdige wilde Golferghule im White Spring. Oh, davon habe ich schon einen. Naja, aber heute wollen wir uns was anderes vornehmen, denn ich habe meine Sachen wieder an, das ist gut. Karte. Oh, guck mal, da ist jemand anderes drin, der die Wendigo-Höhle mal wieder macht. Wir gehen nämlich heute dahin und töten David und erhalten den Schlüssel der Cutthroats. Okay. Oh, guck mal, hier ist Standort Alpha. Hat er sich. Ich dachte, das wäre Alpha gewesen. Oh, ne. Okay, alles gut. Ich dachte schon, der hat sich bewegt. Aber nein, hat er nicht. Mein Zuhause ist noch da, das freut mich. Und wir werden. Ja, komm, das ist jetzt nicht so weit weg. Da können wir auch zu Fuß hinlaufen, ne? Können vielleicht ein paar Ghule abschießen. Es sei denn, ich sehe hier irgendwo gleich eine. Bestie. Wie heißen die doch mal? Schwefelbestie? Höhlenbestie? Höllenbestie? Irgendwie so ähnlich. Kackbratzen halt. Alles, was ich dessen Namen ich mir nicht merken kann, sind normalerweise der Kackbratzen. So. Wir könnten doch mal hier darüber gehen. Einfach mal zu diesen. Wohnwagen? Fragezeichen? Ich glaube. Halt, sind wir jetzt Stufe 30 geworden? Okay. Was machen wir? Oh, ein Skillpaket. Ja, öffnen wir. Klar, logisch. Scheiß Switch. Ich drücke die ganze Zeit B anstatt A. So, aha, okay. Okay, ja. Oh, Schrottgegenstände wiegen weniger. Das finde ich gut. Kann ich das nicht kombinieren? Was haben wir denn in der Zeit? Beim Sprinten in Power-Rüstung? Aha. Schrottgegenstände wiegen 75%. Aber das habe ich doch schon auf maximal. Ist Kacke. Ja, gut, dann passiert. Gut, können wir nichts machen. Wir können aber. Gucken, was wir noch so machen können. Maximalen Rang erreicht. Rasender Schmerz. Entwischt. Du kannst beim Schleichen Gegner abschütteln und Laufen wirkt sich nicht mehr auf deine Schleichmanöver aus. Ja. Finde ich gut. Vielleicht sollten wir demnächst mal wieder ein bisschen mehr auf Damage gehen. Sehr schön. Wir haben noch einen Punkt ungenutzt. Tatsächlich. Hier ist ein Punkt ungenutzt. Welcher Punkt ist ungenutzt? Achso, weil ich eine verdeckte Operation damals geholt habe, ne? Nehmen wir den. Ne, den. Wollen wir mal. Dann werden wir später da höchstwahrscheinlich einen Punkt rausnehmen oder so. Mal gucken. Wir können ja die Stats später verteilen, wie wir wollen, wenn wir dann ein Level Up dafür vergeuden. So, ich habe zwar keinen Schalldämpfer mehr, aber. Verdammt. Jemand hat's gehört. Ich brauche da unbedingt noch einen Schalldämpfer drauf. Ist ein bisschen laut. Und ich kann nicht treffen.
Und vielleicht baue ich das Visier ab. Was? In your face, Knie. Wie auch immer. So. Oh, ich dachte, das wäre eine Falle gewesen. Das ist eine Falle. Aber die ist ausgelöst worden von den Idioten. So, kriege ich eure Leichen? Ach, guck mal, die kuscheln hier. Es ist ja lieb. Es sind aber liebe Ghule. Das heißt, wir müssen mehr von diesen Snipern finden. Wisst ihr, was ich mache, nachdem die Folge hier beendet ist? Ich hole die Airdrops ab. Jetzt lohnt sich das wieder. Aber diesmal mache ich das offscreen und dann zeige ich euch einfach, was drin war. Das nehme ich mit. Sonst noch irgendwas? Ah, hier ist eine Antenne dran. Oh. Aha! Maschinenpistole. Oh! Oh! Ich vergaß! Ich hasse Nintendo dafür, dass sie diesen Controller verunstaltet haben. Kann ich die Knöpfe nicht einfach austauschen? Warum müssen die Japaner immer alles anders machen als die Westies? Für Frank! Hey Frank, die letzte Ladung war richtig scheiße. Kannst du dich nicht einfach ans Rezept halten? Alle anderen tun es schließlich auch und es ist nun wirklich kein Hexenwerk. Ich gehe jetzt erstmal in den Wald und jage ein paar Sachen in die Luft. Wenn die nächste Ladung genauso schlecht wird wie die letzte, kommst du nächstes Mal mit als Jagdgut. PS, damit würde ich sagen, dass ich dich in die Luft jage. Ja. Ist, was ich gesagt habe. Ja gut. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube, da ist eine Werkbank drin, die könnte mir helfen. Nein, sah leider nur so aus. Ja, aber den Wecker nehme ich auch mit. So das Frostschutzmittel und komische Geräusche. Dann gehen wir weiter. Ich hoffe inständig, dass wir diese Waffe hier einen Schalldämpfer bekommen. Das wäre absolut geil. Ich meine, die hat natürlich nicht die Schussfrequenz von unserer alten, aber deutlich mehr Schaden für eine Munition, die recht leicht herzustellen und zu finden ist. Nein, warum? Hau ab. Ich will nicht. Ich glaube, er verfolgt mich. Ja, ich höre ihn doch schon. Kann ich mich ducken oder findet er mich nicht? Ha, ins Knie. Und genau da solltest du dich rein. Du bist schon. Ich schlag euch zusammen. Okay, vielleicht auch nicht. Oh Gott, ich kann auch meine Waffe so nicht wechseln. Tötet die Red Hirschkuh. Habt Spaß an der, aber lasst mich in Ruhe. Ich flüchte einfach durchs Wasser, die können bestimmt nicht schwimmen. Ah, verdammt, die Kühe haben die gleiche Idee. Oh. Nettes Ding. Wie lange willst du mich noch verfolgen? Hast du keine anderen Hobbys? Such dir eine Freundin oder keine Ahnung. Wieso kriege ich Erfahrung? Ah, die Hirschkuh hatte jemanden getötet. Nette Hirschkuh. Ich glaube, wir sind nicht losgeworden. Sehr gut. Okay. Ich brauche eine zweite Waffe. Sabaset. Ja, eigentlich gegen die. Wir brauchen andere Waffen. Ganz ehrlich, die Kampfflinte ist voll für den Arsch. Ey, ich habe ja auch keinen Punkt in Nahkampfschaden gesetzt. Ja, alles nur in meine komische Flinte gesetzt. Kein Wunder, dass ich jetzt Probleme habe. Ja gut, Probleme habe ich jetzt nicht, weil... Ja, ich weiß ja, wie man es anstellt. Aber trotzdem.
Wozu bin ich jetzt rübergegangen? Wieso habe ich immer noch die fette Musik? Nur versteckt. Brandbestie. Ich erinnere mich. So hieß der Name. Und übrigens, keiner hat mein Alter richtig geschätzt, also wundert euch nicht, dass ich heute niemanden gegrüßt habe am Anfang der Folge. Ha. Und einer sagte 32. Also das finde ich schon ein bisschen beleidigend. Normalerweise schätzen mich einige jünger und nicht älter. Wollte es nur gesagt haben. Ist jetzt nicht schlimm. Also, ich habe dich jetzt nicht geblockt oder so, nein. So, okay. Essen. Ein Steak. Und dann geht's weiter. So, da muss der Guffel hier irgendwo rumhängen, ne? Frage. Soll ich... Und das ist ein dämlicher Fuchs. Soll ich aus meiner Rüstung rausgehen für ihn? Auch ein Fuchs, der schläft einfach nur. Big Fred's Barbecue Shack. Okay. Oh. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Au. Na gut, wäre ich jetzt aus meiner Rüstung rausgegangen, wäre das, glaube ich, ein bisschen unschön gewesen. Kassiere! Oh. Kannst mich nicht sehen, ich bin geduckt. Wenn es nur so einfach wäre. Das nehme ich mit. Und nehme ich das Kampfmesser. Ich muss mich wegschleichen. Will nicht in den Kampf mit ihm geraten. Will ihn halt wirklich irgendwo wegsnacken. Ich glaube, der hat gegen irgendwas gekämpft. Oder kämpft gegen irgendwas. Big Fred's Barbecue Shack. Ja, ja, ja. Oh, Brombeeren. Okay, Vorsicht ist angesagt. Das heißt, wir gehen mal raus. Gehen. Auf den hier. Easy. Deswegen, mein Spielstil ist halt komplett auf Camouflage ausgelegt und ich brauche unbedingt an meiner Waffe einen Schalldämpfer. Hey, Sie, ich hab durch den Sucher gesehen, wie Sie David getötet haben. Das ist also wirklich passiert. Hoffentlich haben Sie mittlerweile alles, was wir brauchen. Kommen Sie schnell zurück, damit wir das Versteck öffnen und sehen können, was da drin ist. Da war niemand mehr drin, seit ich gebaut wurde. Ich will schon all die Jahre unbedingt herausfinden, um welchen tollen Schrott es sich handelt. Lassen Sie mich nicht warten! So, ich habe mal das Spiel ein bisschen lauter gestellt. Ich habe nämlich die letzten Tage ein paar Versuche gemacht mit meinen Kopfhörern, die ich normalerweise bei der Arbeit trage. Also das Spiel ist auf Kopfhörern recht leise. Wenn dessen so auf Gaming-Headsets wie hier ist das in Ordnung. Was soll ja für alles funktionieren, ne, Fuchsi? Okay, was hat sie jetzt gesagt? Ich war gerade abgelenkt. Ach, verdammt. Verdammt, wieso lenke ich mich so schnell ab? Ah, bring groß die Schlüsselteile. Okay, das kriege ich hin, du. Das ist gar kein Problem. Oh, ich habe den gar nicht als Favoriten markiert. Das Kampfgewehr kann dann weg. 63 Schaden? War das nicht bei 105 Schaden? Jetzt mal Real Talk, Leute. Das war doch bei 105 Schaden.
Okay, es hat mit der Waffe zu tun, die ich gerade in der Hand hatte. Alles gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon, da will mich jemand verarschen. Was war das denn? Ach nee, das ist nicht dein Ernst. Ich kann die Waffe leider nicht verwenden. Komm hier. Verzieh dich! Wie er sich herteleportiert hat, die kleine Drecksau. Oh, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Ah nein, der kommt auch her. Dafür ist der Watts-Modus. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Eine geöffnete Kiste, ein Radio, das aus ist. Sehr schön. So sollten alle Radios sein. Das ist ein braves Radio. Das ist schön YouTube-gerecht. Das weiß, was ich gehört. Verarschen kann ich mich alleine, Kleiner. Plopp da einfach da auf der Seite auf. Plopp, war da. Oh, da ist ein Hütti. Da gehen wir mal hoch. Einfach mal so just for fun. Also, gerade Dinge, die nicht auf der Map verzeichnet sind. Obwohl, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich glaube, das gehört zu... Hä? Es sieht aus, als hätten wir es schon mal erkundet, aber offensichtlich ja nicht. Oh, oh, ja. Ihr wollt mich ja wohl verarschen hier. Die teleportieren sich hier durch die Gegend. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Hilfe. Ah, schnell ins Wasser. Da kriegen die mich nicht. Ja, von wegen. Nein, ich muss ins Haus oder so. Oh, ich habe einen erwischt. Oh Gott, sind die nervig. Oh mein Gott. Man sieht ja nicht mal was, wenn die einen treffen. Hätte hier nicht noch einer sein müssen? Oh, diese Viecher, meine Fresse. Was können wir denn mittlerweile machen? Mechanische Waffen. Na, guck mal, Kampfgewehr ab Stufe 20. Achso, da fehlen mir Federungen. Hilfe! Sie will mich töten! Alter, 95%, die wirst du ja wohl treffen können. Oh. Na ja, gut. Es wird Zeit, eine bestimmte Waffe zu reparieren, wenn es geht. Federung, ey, das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann. Könnte mal wieder auf eine Doppelläufige setzen, oder? Tschüss, Kampfgewehr. War schön mit dir.
Okay. Ja, behalten wir erstmal. Hätte niemals auf diese Farm kommen sollen. Das war ja mal der Horror. So, ich hoffe, in diesem Haus gibt es richtig tolle Sachen. Scheiße. Hat sich aber gar nicht gelohnt. Naja. Wie soll's? Gehen wir zu Rose. Hoffen, dass ihre Missionen langsam mal beendet sind. Ich würde gerne andere Missionen machen. Ich will auch langsam mal in neue Gebiete reingehen. Wobei, ich glaube nicht, dass wir stark genug sind für neue Gebiete. War das nicht dein Kopf? Ja, nee, dann ist mir das egal. Ah, guck mal, da ist einer mit Raketenwerfer. Wir sollten uns beeilen. Er hätte mich auch importen können, ich weiß, aber ich bin geizig. Oh, ist das hier nicht der Laden? Oh, da gehen wir rein. Brandbestie ist echt überall. So, hallo. An die Gourmet. Hast du Federung für mich? Fleisch wird hier nicht akzeptiert. Kann ich auf Schrott wechseln? Roboter, hilf mir! Ich bin dein Kunde! Nimmst du überhaupt Schaden? Du bist auf so einem hohen Level. Hilfe! Der Geisteskranke wirft Granaten auf seine eigenen Füße. Also ohne Schleichen, muss ich sagen, habe ich sehr wenig Chance gegen Gegner. Damit sieht man, dass auf jeden Fall ein Schalldämpfer wichtig ist für mich. Schießt da irgendjemand auf mich? War ich nicht. Was ist denn los mit den Jungs? Ob hier irgendwie ein Event war oder ein anderer. Ich muss irgendwo ein krasser Spieler vielleicht durchgelaufen sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Man sieht die ja nicht mal. Ja, weißt du was? Nö. Ihr könnt mich mal. Ich will handeln. Tausche Kronkarten gegen geplünderte Beute. Tausche geplünderte Beute gegen Kronkarten. Ah, dann noch die Schrauben. Große Menge Schrauben, 500? Achso, das sind zwei Stück. Ja. Ich habe gerade ganz schön viel Geld ausgegeben. Ich sollte besser aufpassen. Bitte beachten. Möchte gern Langfinger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. Hier kriegst du meinen ganzen Scheiß, den ich eh nicht verwende. Nie. Red Away verwende ich, aber das Verdünnte kannst du auch haben hier. Stealth Boy. Brauche ich nicht. Wir bitten darum, nicht auf andere Kunden während ihres Einkaufs einzustechen. So, Schrott. Kriegst du nichts? Jo. Die kann ich da leider nicht mehr verkaufen. Na cool, die habe ich in Ruhe gelassen. Gut. Dann wollen wir mal hier hoch.
Oh weh, die Kakerlaken sind da. Ich meine, die Zecken. Ist ja alles dasselbe. Kakerlaken, Zecken sind beide scheiße. Wach! Okay. 64, nö. Aber warum sind die alle so in einem hohen Level? Ich bin weg, Dude. Ich bin weg. 64. Ups, war ich nicht. So. Hey, Sie sind es! Wie auch immer Ihr Name war. Haben Sie die Schlüsselteile für mich? Ja, hab ich. Ich hasse diese Person, Roboter. Was ist denn los mit dir? Bring Rose die Schlüsselteile. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Schlüsselteile ich brauche. Habe ich irgendwas verkackt, irgendwas vergessen, irgendwas abgegeben? Waldschaltskarte 09. Summersville. Kennen wir Summersville? Oh Gott, ich müsste hier alles durchsuchen, ne? Wald ist doch das hier, oder ist das hier Wald? Nee, das hier ist Wald. Als wenn man hier auf die Schnelle Summerswell findet. Halt, das war in der Nähe von Schienen, oder? Oder? Nicht wichtig. Nimm meinen Scheiß! Okay. Getan. An Heiligabend hat sie versucht, einen Überfall auf Charleston zu starten, um ihm was Schönes mitbringen zu können. Dabei wurde sie getötet. Wir konnten die Leiche niemals bergen. Ich hatte es ja selbst erledigt, aber naja, ist eine persönliche Sache. Also, um den Hauptschlüssel für das Versteck mit den Passwörtern zu erstellen, die sie gefunden haben, brauche ich ein Holoband-Programm, das sie dabei hatte, als sie starb. Eventuell müssen sie die Aufzeichnungen der Stadt durchgehen, um herauszufinden, wo man sie begraben hat. Ich würde mit dem Capitol Building anfangen. Das ist die letzte Sache, ich schwöre. Dann ist alles in Butter. Treffen Sie mich beim Versteck im Keller der Skihütte, wenn Sie das Holoband haben. Okay. Suche nach Informationen über Rosalyn. Gut, bevor wir aber runtergehen, beenden wir hier die Folge. Und wobei ich gehe jetzt wahrscheinlich offscreen runter und werde erstmal die Airdrops fallen lassen und die einsacken und dann zeige ich euch, was drinne war. Haut rein, euer Zero. Tschüss.